Denk an deinen verstorbenen Hund. Das habe ich auch schon ausprobiert, das klappt nicht. Also, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevivocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevivocalstudio.com. Heute geht es um das Thema, wie kann ich mit Emotionen singen? Und da habe ich mal 3 Tipps und mehr für euch vorbereitet. Ja, auch ganz witzig zu wissen ist, wenn Schüler anfangen, Emotionen in den Song reinzubringen, dann vergessen sie meistens immer die technischen Aspekte, dann werden sie meistens unsauber, dann stimmen die Töne nicht, dann klingt das instabil. Also es ist echt wie verhext, es war früher bei mir genau dasselbe. Also ich habe erstmal gelernt, technisch sauber zu singen und dann Emotionen reinzubringen. Es ist wirklich ein großer Unterschied. Tipp Nummer 1 ist also erstmal, lerne den Song technisch sauber zu singen. Also wenn du jetzt da alle Mann voraus, voll emotional, dann wird das nichts. Das kann ich dir wirklich jetzt schon sagen, weil du lässt dich dann ja von deinen Emotionen handeln und dort werden dann meistens Töne unterschlagen und Riffs vergessen und die Struktur wird vergessen. Also wirklich lieber erstmal ganz anatomisch, ganz sauber, ganz technisch erstmal rangehen und dann die Emotionen reinbringen. Ja, kurzes Beispiel dazu. Gestern meine Schülerin, 7 Jahre alt, singt Little Mermaid, die kleine Meerjungfrau, den Ariel-Song, den kennt ihr bestimmt alle. Und in diesem Ariel-Song sind viele verschiedene Emotionen. Das ist ein typischer Disney-Song. Disney-Musical-Contemporary-Song. Und das ist auch eine Story, die du erzählen musst. Das heißt, da musst du dir mal gucken, was ist der Charakter, welche Emotionen geht der Charakter in diesem Song durch? Am Anfang ist es so vielleicht so ein bisschen spielerisch, da musst du vielleicht nicht so viel Emotionen geben, da baut sich die Emotion noch auf. Dann gibt es so ein Part, da ist Ariel so ein bisschen verzweifelt und aggressiv, da muss man ein bisschen mehr Stimmdruck geben, ein bisschen mehr durchpowern. An anderen Part ist sie wieder total happy, möchte da sein, wo die ganzen Leute sind mit ihren Beinen und möchte auch den warmen Sand in den Füßen spüren. Versteht ihr? So, der Song hat eine Abfolge. Und ihr müsst euch klar sein, das ist genauso wie bei Frozen beispielsweise. Wenn du einen Song startest, dann startet er auch erstmal mit Elsa, wie sie die ersten paar Zeilen. I can hear you, but I won't. So I'm looking for troubles, while others don't. Das ist gar nicht, das ist gesprochen, mehr gesprochen, als dass es ausgesungen ist. Und dann, wenn die Musik richtig einkickt, dann ändert sich die Emotion bei ihr auch. Schaut da mal rein, das ist extrem wichtig jetzt. Da muss ich jetzt ganz kurz noch ganz schnell eine Anekdote erzählen. Und zwar im zweiten Semester, da gab es einen Sänger bei uns in der Gruppe, der hat einen Song interpretiert und konnte aber nicht richtig Englisch. Und der hat diese Emotionen einfach nicht rübergebracht, weil er nicht verstanden hat, was er da singt. Und dann hat die Lehrerin ihn tatsächlich auflaufen lassen vor der ganzen Truppe und das war der Mega-Gau natürlich. Ne? Ich habe natürlich früher, war ich noch ein bisschen mehr schadenfreudiger, da konnte ich mein Lachen nicht zurückhalten. Also weil er das so selbstsicher interpretiert hat, er war da voll dabei. Aber sie hat ihn da eiskalt auflaufen lassen. Sie hat gesagt, Mensch, du musst das übersetzen. Wenn du es nicht verstehst, dann heißt die Regel, übersetz den Song, versteh die Lyrics und dann kannst du es auch interpretieren. Nummer 2. Welche Bilder kann ich assoziieren für diesen Song, um ihn lebhaft zu machen? Verändert sich dadurch meine Haltung und mein Gesichtsausdruck? Kinder und Jugendliche teilweise haben ein Problem mit Emotionen, weil sie teilweise noch zu jung sind für verschiedene Emotionen. Wenn du einen Song singst mit einer Liebesgeschichte, dann wird eine 8-9-Jährige den relativ schwer interpretieren können, weil sie natürlich das nicht richtig versteht. Da müssen dann die Lyrics geändert werden und angepasst werden. Dann singt sie zum Beispiel über Mama oder über Papa. Das machen wir hier auch ganz häufig. Also du musst dir immer gucken, welche Bilder du assoziieren kannst. Denk an deinen verstorbenen Hund. Das habe ich auch schon ausprobiert, das klappt nicht. Also es ist nicht möglich. Viele Leute können einfach nicht so in eine Emotion rein switchen. Es geht meistens nicht. Viele können es nicht. Das ist echt individuell. Meistens brauchen die Leute schon
das muss sich aufbauen innerhalb eines Songs. Also gerade Kinder sind noch nicht auf Knopfdruck, Erwachsene ja auch nicht immer. Die müssen wir erstmal verstehen. Viele müssen das auch erstmal hier verstehen, bevor sie es dann hier aussingen können. Also das ist auch wichtig. Aber gut, Tipp ist, kannst du irgendwelche Bilder erschaffen? Ja, zum Beispiel Moana ist so ein Song, wo viele sich mit Moana nicht identifizieren können, weil Moana ist ja so eine Amazon-Queen, ne? Aus Hawaii, sag ich jetzt mal so. Aber man muss mal runterbrechen, worum geht's da? Und gibt es so eine ähnliche Erfahrung, die du machen kannst? Also zum Beispiel gemobbt worden bist oder dich unverstanden gefühlt hast. Dass du das Gefühl hast, deine Schwester hat dir deine Sachen weggenommen. Keine Ahnung, das ist jetzt so für Kinder, ne? Aber bei Erwachsenen klappt's ja einfacher. Und dann können die Brücken bauen für diesen Song und dann funktioniert das besser. Ja, verändert sich meine Haltung und mein Gesichtsausdruck. Das ist wichtig, weil wenn du anfängst, was Trauriges zu singen und dann aber nicht richtig das im Gesicht abspiegelt, dann wird das nichts. Und das ist ein sehr häufiges Problem, was wir jetzt hier haben. Und zwar, dass die Haltung sich nicht verändert und dass der Gesichtsausdruck nicht verändert und dass dort auch keine Emotion transportiert wird. Und über die Stimme läuft ja die Emotion ab, aber das Gesicht ist auch ein großer Indikator und auch um seine Expression zu zeigen, seinen Ausdruck zu zeigen. Nummer 3 oder 4, ich habe mich da jetzt verlaufen. Und wo verändert sich die Stimmung im Song? Das ist genauso wie bei Nummer 1. Du musst halt gucken, wie ist der Song aufgebaut und wie viel Stimmung hat der Song. Gerade im Musical-Bereich oder im Disney, wo da eine ganz andere dynamische Abfolge herrscht, musst du immer gucken, runterbrechen. Ändert sich die Stimmung des Songs? Wir machen mal Ariel. Sieh dich nur um, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Glaubst du nicht auch, ich hätte schon viel erreicht? Sieh dich nur um, das ist eine Aufforderung. Guck mal, was ich hier alles Tolles habe. Und eigentlich müsste das doch ausreichen. Glaubst du nicht auch, dass das ausreichen müsste? Ich hätte schon, glaubst du nicht auch, ich hätte schon viel erreicht. Eigentlich habe ich doch viel. Das ist eine Fragestellung. Da hat sich jetzt die Stimmung geändert. Ne? Sieh diesen Schatz, mein Lieblingsstück, ich hab's gefunden, fand ich nicht mein Glück. Siehst du dich um, glaubst du wohl, klar, sie hat alles schon. Also fragt und sie antwortet. Sie fragt und sie antwortet auf ihre eigenen Fragen. Ne? Und dann ändert sich die Stimmung. Ich habe zahllosen Kram und viel Plunder. Ich erstick im Klimbim sie nur her. Willst du staunen? Hier kleine Wunder. Also ihr merkt, da passiert schon einiges. Nochmal einen Zusatztipp am Ende. Und zwar war ich letztes Jahr hier in einem Workshop in Singapur mit einem schottischen Professor. Das gibt's nicht. Und der hat ganz tolle Sachen dazu gesagt. Eine Möglichkeit ist es, erstmal den Text laut auszusprechen. Und erstmal nur ganz normal den Text zu sprechen. Dann die Musik anzumachen und dann immer gucken, so eine Mischung zwischen Sprechen und Gesang zu machen. Also ein bisschen, dass man langsam reinkommt in die Melodie, dass man immer noch versteht, worum geht es in diesem Text und nicht Melodie. Wisst ihr, was ich meine? Weil kaum kickt die Melodie so rein, dann ist man so weg vom Text. Und da hat er gesagt, versuch mal erstmal so viel wie möglich durchzusprechen, dann so ein Sprech-Gesang-Mix zu machen und dann fängst du an, mehr Passagen durchzusingen. Ja, und dann kannst du auch zum Beispiel so einen Stand, hast du so einen Stand und immer, wenn die Stimmung sich ändert und der Song, jetzt sage ich mal, ein bisschen mehr aggressiver wird, dann senkst du dich nach vorne und wenn es dann wieder so ein bisschen ruhiger wird, dann gehst du wieder zurück und nach vorne und gehst wieder zurück. Das heißt, es gibt dir so auch so einen Indikator, wann sich die Stimmung verändert im Song, wann sich der Text verändert. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt oder mehr Wissenswertes zum Thema, wie singe ich mit Emotionen, wie baue ich einen Song auf, dann schaut mal rein bei meinem Casting Guide, der ist echt hilfreich, dort gibt es verschiedene Tipps, nicht nur zum Thema Emotionen, sondern Aussehen, Stimmmerkmale, Stimmqualities, Interpretation, also ich habe versucht so ein bisschen, so viel wie möglich, ihr kennt mich ja, ich bin immer viel am Reden und auch viel am Schreiben, daher. Also wenn ihr mir jetzt keinen Daumen hoch gebt, dann bin ich auch mega enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn da jetzt nicht abonniert wird, dann was? So, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Schaut doch mal rein bei meinen Gesangsanalysen, bei meinen Gesangstutorials, die ich hier habe und bei meinen Gesangtipps. Und ja, liebe Grüße aus dem hübschen Singapur und aus dem fast corona-freien Singapur. Super. So, ich sehe euch beim nächsten Video.